Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Was it always like this? Was what always like this? Always fucked up around here? Or is it because of the drugs? Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Ich überquatsch die beiden jetzt mal so ein bisschen. Und ich habe die Mission vom Smoke endlich mal hinbekommen. Und ich muss sagen, ich habe lange dafür gebraucht jetzt. Also ich hatte gestern schon mal aufgenommen und da brauchte ich mehrere Versuche, hatte es sogar geschafft und dann gemerkt, dass ich einen falschen Spielstand geladen habe. Da habe ich mich sehr aufgeregt, muss ich sagen. Jetzt sind wir aber hier auf dem richtigen Spielstand, hoffe ich zumindestens. Aber sieht eigentlich alles richtig aus. Und wir können Smoke jetzt nach Hause fahren und dann gleich die nächste Mission auch von ihm machen. Und ja, ich verrate mal so viel zur nächsten Mission, da ich die ja beim letzten Mal schon gespielt habe, weil ich dachte, das wäre der richtige Spielstand. Es wird sehr russisch werden. So viel sei schon mal verraten. Und wir müssten auch gleich beim Smoke sein. Wir folgen hier einfach weiterhin den Schienen. Oder wir fahren jetzt hier doch eher auf die Straße. Wir fahren die Ballers nochmal. Hier rum. Oh, nicht gegen das Auto fahren. Oh, sorry. Und ich hatte ja mal erwähnt zu den Gänggebieten, ob wir die jetzt einnehmen sollen oder am Ende von GTA, vom Ende des Let's Plays. Und der gute Tabui, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Liebe Grüße erstmal an dich. Und der gute hat mir geschrieben, es bringt noch nichts, die gesamten Gebiete jetzt einzunehmen. Das heißt, wir werden die Gebiete später einnehmen. Aber ich dachte mir, der Smoke, dem seinem Haus, ist ja in so einem Ballers-Gebiet. Und das befreien wir mal, damit der auch noch in der Grove Street ist. Hey, you better clear out, CJ. I don't want those crash fools trying to pull you into some shit. Alright, homie, you be careful with those cats. I'm gonna see you later. Mission erfüllt, Respekt plus. So, wir könnten dann jetzt gleich die neue Mission machen. Oder wir befreien mal ganz kurz Smokes Haus aus der Gewalt der Ballers. Und ich würde sagen, das machen wir mal. Damit auch endlich mal ein Kampf wieder erfolgreich ist. So, der eine hat eine Uzi. Können wir uns eigentlich auch mit denen unterhalten? So. Na komm, leg dich auch hin. Du hast einen Bandenkrieg provoziert. So, hier. Dich verprüge ich mit der Schaufel. Oh, oh. Komm, leg dich hin. Und von da vorne kommen sie. Na komm, fall um. Oh, oh, die haben Uzis. Oh, 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 oh. Und wir haben keine kugelsichere Weste. Ich weiß nicht, ob diese Idee so gut war. Ach, und ich erinnere mich sogar, was dieser große Punkt ist auf der Karte. Das ist ein Autos der Ballers. Das heißt, die fahren hier auch mit einem Auto rum. Und wollen uns damit töten. Das dürfen wir aber nicht zulassen. Wir müssen Smokes Haus aus diesem Gebiet befreien. So. Und das läuft bisher auch schon mal besser, muss ich sagen, als die Bandenkriege davor. Oha, der hat sogar eine AK dabei. Das ist nicht so gut. So, aber du legst dich trotzdem hin. Und ich muss sagen, wenn man hier wirklich mit der Munition sparsam umgeht, kann man hier auch richtig Munition gewinnen.
Und ich frage mich, wo hier eine kugelsichere Weste mal liegt. Und jetzt laufen wir hier genau an den vorbei. Ja, da kommen sie. Und da vorne liegt ein Herz und eine kugelsichere Weste. Oh, oh. Komm, komm, komm. So. Also ich laufe bewusst immer so ein bisschen nach hinten, damit die uns nicht erwischen. Da unsere Gesundheit auch nicht mehr so super aussieht. Na komm, 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 komm. Nein, nein, nein. Jetzt nicht sterben, Karl, nicht sterben. Dieses Viertel gehört dir. So. Damit haben wir Smokes Gebiet von den Ballers befreit. Ja, und jetzt seht ihr auch mal, wie ein erfolgreicher Bandenkampf abläuft. Nicht so wie die letzten. Und wir können uns das auch jetzt mal ganz kurz auf der Karte anschauen. Ne, hier sieht man das jetzt. Also wir könnten jetzt alles hier einnehmen, wie schon vor ein paar Parts erwähnt. Aber das werden wir erst am Ende machen, wenn wir das Spiel schon durchgespielt haben. So als kleine Bonusfolgen. So, und ich würde sagen, wir gehen dann mal zu Smoke und machen die neue Mission bei ihm, die hier drüben ist. Unser Viertel wird angegriffen. Dann wird die Mission doch noch nicht gemacht. Dann müssen wir jetzt erstmal unser Viertel verteidigen. Das ist sicherlich die Rache der Ballers. Und wie man sieht, habe ich immer noch keine eigene Musik hinzugefügt. Ich hatte, muss ich dazu sagen, ein bisschen eigene Musik erstellt, aber ich kriege die leider nicht in MP3s umgewandelt. Und das Zeug, was ich erstellt habe, war auch nicht sonderlich lang und, naja, nicht sonderlich gut. So ein paar Techno-Sachen waren das. Aber jetzt verteidigen wir erstmal unser Viertel. Toll, da vorne steht gleich ein Korb. Ah, unsere eigenen Gangmitglieder schießen jetzt auch mit. Oh, unser Gangmitglied ist tot. Ja, der hilft uns aber. Oh. Na gut, dann schieß jetzt auch hier mit. Oh, 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 der hat eine Popgun. So. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Da ist ein Cop. Oh nein, unser Gebiet wird immer noch angegriffen. Wir haben es offenbar doch noch nicht ganz verteidigt. Na komm. Oh. Und wir bräuchten eine neue kugelsichere Weste. Aber ich glaube, wenn man Ganggebiete verteidigt, liegt da entweder immer nur ein Herz oder eine kugelsichere Weste. Und oh, wir haben einen Stern. Oh. Hier sind auch gleich die Cops. So. Wir machen jetzt aber die Mission vom Smoke. Nachdem wir die jetzt ein bisschen aufgeschoben hatten. Oh. Ja, ich fahre heute auch wieder mal sondergleich ins Gut. So gut wie ich fährt kaum jemand hier in GTA San Andreas. Ja. Just Business. So, dann fahren wir mal nach Downtown mit Smoke. Steht da unten auch, bringt Smoke nach Downtown. This better not be another cop errand, man. No, man, this is strictly for the home. I gotta be honest with you, CJ. We could be getting into some heavy shit, baby. What you into, Smoke? A lot of shit about to go down, Carl. Family's coming back, ballers pushing base, Russian cats with nothing to lose about to bust some ass. Russians? Now all my life, I've been told to fear the Russians, but I ain't never even met one.
Then the wall comes down and we all supposed to be friends. 5 minutes later, my cousin gets laid out by some Ruski fresh off the boat. For real? Ja, da haben wir gerade auch noch einen kleinen Text über Russen von Smoke gehört. Smoke, we go way back. We grows, man. That's what I'm talking about. That's my dog. Hey, look, if you hear shit start to pop off, come in here blasting, all right? I'm down, dog. Hey, baby, want company? Motherfuckers! So, schieß in geduckter Haltung. So, dann helfen wir hier Smoke mal gegen die Russen. Werf mal eine Gasgranate. So, ducken wir uns mal. Ich glaube, die hat... Oh, oh. Der Smoke, der wehrt die hier ja gar nicht ab. Das ist nicht so gut. So. Oh, und Smoke hat auch eine Lebensanzeige. Das ist ebenfalls nicht gut. So, der da oben ist erledigt. Hier unten... sind auch noch zwei. Jetzt nicht mehr. So, hier noch ein bisschen Moon aufsammeln. Na, die Moon auch noch mitnehmen. Und dann... Oh, wir hätten Shotgun nehmen können. Naja, kugelsichere Weste aufnehmen. Und ich würde sagen, das nächste Mal gehen wir dann mit dem Smoke hier durch die Tür. Ich sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Frido. Ciao.